Wir, die Bergpartei. Wir, die Bergpartei. Wir, die Bezirzten der Bauindustrie, haben, seit wir an der Macht sind, uns Mühe gegeben. Es hat uns alles daran gelegen, diese Stadt ordentlich und praktisch zu gestalten. Unsere Gäste sollen unseren guten Ruf in alle Welt tragen und keiner soll sagen können, in Berlin sieht es immer noch aus wie beim Kommunisten. Wir, die Gesalbten der Bauindustrie, haben die Eberswalder und Danziger Straße von der kommunistischen Kruste befreit. Bürgersteige aus Asphalt gab es hier, junge Leute ohne Geld gab es da. Ja, manche wollten sogar mit Geld so gar nichts zu tun haben. So verkrustet war es noch vom Kommunismus am Anfang. Als Huldigende der Bauindustrie können wir uns so etwas nicht gefallen lassen. Wir bauen doch unsere Straßen für Leute, die sich das auch leisten können. Sonst hätten wir nichts davon. Sonst ginge der Kreislauf, den wir Wirtschaft nennen, nicht weiter. Alle wollen doch etwas verdienen. Wo bekommen wir sonst unser Essen her? Wir haben doch nichts anderes gelernt. Wir werden umherstreichen und durch geplünderte Supermärkte unsere Kreise ziehen und auf Leute treffen, die uns mit Waffen bedrohen. Da es nämlich sogar gelten wird, die Essensreste aus der Mülltonne zu verteidigen. Wir, die Nutznießer der Bauindustrie, wollen lieber mit der Bauindustrie einen bauen. Und zwar hier und überall. Ja, wir werden eine Wolke aus Sand aufwirbeln und hinterher wird alles voll geilo aussehen. Wir haben nicht umsonst hunderte neue Straßenbahnhaltestellen gebaut, anstatt unseren Kindern eine vernünftige Bildung zu garantieren. Das darf nicht umsonst gewesen sein. Wir müssen im Geschäft bleiben, das kennt ihr doch alle. Ihr wollt doch nicht euren teuren Job verlieren. Mensch, die Kinder! Wie soll es enden, wenn jeder alles umsonst bekommt? Die eine baut Tomaten an, der andere verkauft Tomaten und beide wissen, dass es immer Tomaten geben wird und diese Tomaten sind dann nur einfach so da, umsonst? Das kann es nicht sein. Das sind wir nicht gewöhnt. Wenn das alle machen. Wo kommen wir denn dahin? Wir müssten uns gegen Irre bewaffnen, denn die werden kommen. Hilflos, verzweifelt, gierig, denn es gibt alles umsonst. Die größte Waffe aber, Leute, die größte Waffe gegen Irre sind wir selbst. Wir müssen nur durchhalten. Wir, die Bergpartei, fordern Fußgängerzonen und Straßenbahnen liebevoll umbauen mit Mäuerchen und Zäunlein, bewachsenen Bögen, Brücken, Übergänge, irgendwo eine Schranke mit Häuschen für Latte Macchiato und auf beiden Seiten der Trasse ein Fahrradweg. Das wäre das Geilste für uns. Geil wäre auch, einen unserer 12 Direktkandidaten gewinnen zu lassen. Dann könnte der so viel Geld generieren, dass die Bergpartei zur nächsten Wahl die Stadt mit einer der buntesten und anspruchsvollsten Wahlkampagnen überziehen könnte,
die die Stadt bis jetzt gesehen hat. Mehr kann ich, Michael Schmacke von der Bergpartei, leider nicht versprechen so konkret, außer dass, wenn wir dann wirklich im Parlament sind, auch richtig auf die Kacke hauen werden. Wunder ohne Wirtschaft. Wachstum als Holzweg. Vielen Dank.